Herzlich willkommen auf der Schweißen und Schneiden 2017. Herr Gontlach, ich habe eine Frage an Sie. Wie verändert sich die Kundenbeziehung durch Industrie 4.0? Und ich glaube, die wichtigere Frage ist eigentlich immer, was bleibt eigentlich noch gleich? Wir Trendforscher beobachten, dass sich eigentlich alles verändert, vor allem die Kundenbeziehung. Und das bedeutet, ich muss ganz genau wissen, was meine Kunden produzieren, was sie brauchen, wann sie es brauchen. Und ich muss in der Lage sein, es rechtzeitig und auch vorausschauend herzustellen. Und das Allerspannendste, glaube ich, im jeglichen B2B-Umfeld ist eigentlich, dass auch die Endkundenschnittstelle irgendwann interessant wird. Also was macht eigentlich der Endkunde mit dem Produkt, was mein Kunde hergestellt hat? Und was kann ich mit den Daten, die daraus generiert werden, potenziell durch Sensorik, eigentlich selbst für mein Geschäft auch anpassen? Und da wird es richtig spannend. Vielen Dank. Wie können Fertigungsbetriebe auf die zunehmende Vernetzung reagieren? Nun, im Grunde genau das, was sie jetzt alle schon tun. Die meisten sind ja mitten im Prozess der Digitalisierung, der Automatisierung. Da hört aber Digitalisierung nicht auf. Sie beginnt eigentlich erst dort. Also da, wo wir Maschinen ein bisschen intelligenter gestalten und mit Sensorik ausstatten und Effizienz steigern können durch das Ablesen und Optimieren von Maschinenprozessen. Das ist schon mal gut, das ist total richtig, aber im Grunde ist das die Vergangenheit der Digitalisierung. Digitalisierung und Vernetzung bedeutet jetzt aus dem Mehrwert der dort entstehenden Daten auch wirklich Geschäft zu machen. Also was kann ich daraus lernen für neue Geschäftsmodelle? Welchen Mehrwert kann ich möglicherweise auch neuen Kundengruppen anbieten? Vielen Dank. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Welche Bereiche aus dem privaten Leben sind davon besonders betroffen? Naja, also das, was am allermeisten natürlich jetzt schon betroffen war, ist, dass wir mit einer zunehmenden Geschwindigkeit immer wieder konfrontiert sind und das positiv für uns nutzen. Also bedeutet auch, im Umgang mit Daten haben wir uns komplett verändert. Wir empfinden es gar nicht mehr so sehr als Eingriff in unseren Datenschutz, in die Privatsphäre, wenn ein Unternehmen unsere Daten haben will, weil es gibt uns einen Mehrwert dafür. Und dafür bezahlen wir mit unseren Daten, ganz schlicht gesagt. Das bedeutet, nicht nur der Wert Privatsphäre verändert sich, sondern auch das Vertrauen. Wir vertrauen der Maschine, wir vertrauen dem Rat einer Maschine oder eines Computeralgorithmus, weil er schlicht in vielen Fällen zu einem besseren Ergebnis führt. Und das ist der Punkt. Unsere Werte verändern sich trotzdem infolge der Digitalisierung. Und das wird oft übersehen. Vielen Dank für Ihre Antworten.